Wir Bürger haben nicht nur das Recht, sondern auch als Mensch die Pflicht, frei zu sein zu dürfen. Wenn ihr also in der Welt von der politischen Lage unterdrückt werdet, dann liegt es daran, dass die politische Lage in einem Land nicht weiter euch helfen möchte, sondern dass ihr mit Problemen und Sorgen damit zu kämpfen habt, dass ihr auf euch gestellt seid und Zerstreuung untereinander sucht, indem man sich mit mehreren Kategorien einteilt. Viele wurden gesundheitlich eingeschränkt und krank. Das darf man nicht einfach tolerieren, weil sie genauso das Recht haben, geholfen zu werden. Hasserfüllte Menschen wenden sich nach rechts und die anderen nach links. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit ausdrücken möchte. Kein Bürger in dieser Welt wird als schlechte Person geboren, sondern wir werden von dieser Politiker gezwungen, um sich unmenschlich zu verhalten zu müssen. Wir alle wollen ein soziales Grundleben führen können. Deshalb haben wir auch das Recht, als Bürger nicht von politischem Ausmaß unterdrückt zu werden zu müssen. Es ist ein Kampf der Ungerechtigkeit. Wir Bürger sind schon immer von dieser politischen Haltung im Herzen und im Verstand gekränkt worden. Es darf nicht sein, dass wir uns Bürger gegenseitig uns bekämpfen. Nur weil uns die Politiker uns alles von der Nase wegnehmen möchten. Das hat nichts mit Liebe, Fürsorge für ein Land zu tun, sondern gilt nur, um ihre Macht weiter finanzieren zu können. Ich habe einen Traum. I have a dream. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Bürger die gleichen Rechte besitzen würden in dieser Welt, dann werden wir keine Probleme und Sorgen mehr haben, um uns zu bekämpfen zu müssen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle Brüder und Schwestern sein könnten in dieser Welt.